Stellt euch vor, ihr seid krank, aber kein Hausarzt hat mehr einen Termin frei. Oder es gibt gar keine Hausärztin mehr in eurer unmittelbaren Umgebung. Dieses Problem könnten bald noch mehr Menschen in Deutschland bekommen. Hallo und willkommen zur 37. Folge von Was jetzt? Die Woche. Mein Name ist Jasmin Embarek und wir kümmern uns heute einmal um unsere Gesundheit. Denn da gibt es laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehr dringenden Gesprächsbedarf. Wir haben das Problem, dass wir schon jetzt viel zu wenige Hausärzte haben und dass die Zahl der Hausärzte in den nächsten 10 bis 15 Jahren zurückgehen wird. Okay, und das heißt für mich? Wir werden in vielen Bereichen Deutschlands werden wir keine ausreichende hausärztliche Versorgung mehr haben. Noch ein bisschen deutlicher? Wir werden einfach keinen Hausarzt mehr bekommen. Der Versuch, einen Hausarzt zu bekommen, wird nicht gelingen, weil es die Hausärzte nicht gibt. Okay. Nun dürften es wirklich auch die Letzten verstanden haben. Die meisten dürften dem Problem ohnehin schon einmal selbst begegnet sein. Es gibt einfach häufig keine freien Arzttermine. Oder wenn, dann erst in mehreren Wochen. Wir haben überall angerufen, was im Umkreis von 25, 28 Kilometer liegt. Man kommt auf keine Liste mehr. Die nehmen ja nicht mal mehr auf die Liste auf. Bereits 2022 gab laut eines Reports des Finanzdienstleisters MLP jede dritte Person an, den Ärztemangel in ihrer Region wahrzunehmen. In Ostdeutschland berichten inzwischen 53% der Bevölkerung von Problemen, einen Arzttermin zu bekommen. 2019 lag dieser Wert noch bei 38%. In Städten und Regionen mit unter 100.000 Einwohnern ist dieser Wert von 32% auf 47% gestiegen. Im Bericht aus Berlin warnt Lauterbach Anfang der Woche deshalb nochmals eindringlich. Wir haben 50.000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten 10 Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren flächendeckend die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Wir werden in eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen. Und in 10 Jahren sollen nochmals weitere 50.000 Ärzte fehlen. Damit das eben nicht passiert, fordern Arztverbände schon seit langem, die staatlich finanzierten Medizinstudienplätze um mindestens 5.000 pro Jahr anzuheben. Lauterbach will das übrigens auch. Die Länder sperren sich allerdings noch dagegen, weil hauptsächlich sie die Kosten dafür tragen. Die CSU geht noch weiter und fordert, zusätzlich den Numerus Clausus, also den NC, für das Medizinstudium auszusetzen. CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek dazu. Auch mit einer Abiturnote 2.0 können engagierte junge Menschen sehr gute Ärzte werden. Diese Potenziale dürfen wir nicht mehr länger mit einem starren Notensystem verschwenden. Die Schweiz und Frankreich planen übrigens ähnliche Maßnahmen, um wieder mehr Ärzte im Land auszubilden. An Interessenten für ein Medizinstudium mangelt es nämlich nicht. Wegen des knappen Studienangebots und des starren NC-Systems weichen viele ins Ausland aus. Knapp 40% der hier praktizierenden Ärzte und Ärztinnen haben ihr Studium im Ausland abgeschlossen und ihre Approbation nachträglich anerkennen lassen. Besonders beliebt dafür sind Polen und Bulgarien, wo es keine Numerus Clausus gibt, oder Rumänien, wo die Studiengebühren pro Jahr bei 7.500 Euro liegen. In Deutschland gibt es mit 428.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten derzeit so viele wie noch nie. Auf einen Arzt kommen im Schnitt 197 Patienten. Damit erreicht die Pro-Kopf-Versorgung laut Bundesärztekammer 2023 ein Rekordhoch. Es gibt jedoch deutliche regionale Unterschiede. Während in Hamburg ein Arzt 127 Einwohner versorgt, werden in Brandenburg durch eine Ärztin 246 Einwohner betreut. Dazu kommt, fertig ausgebildete Ärzte wechseln zunehmend in andere Berufe. Mittlerweile trifft das auf jede vierte Studienabgängerin zu. Auch entscheiden sich immer mehr für eine Fachrichtung und gegen eine Arbeit als Hausarzt. Ein weiteres Problem: Ärztinnen und Ärzte arbeiten immer häufiger in Teilzeit. Waren 2009 noch 3,8% aller Ärzte und Psychotherapeuten Teilzeit beschäftigt, liegt die Quote 2023 bereits bei 35%. Das Problem wird zusätzlich verschärft durch Ärzte aus der Boomer-Generation, die allmählich und in großer Zahl in Rente gehen. Ich habe jetzt Frau Dr. Ellen Lundershausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, bei mir im Studio. Willkommen. Schönen guten Tag. Entlastung für Hausärzte, zusätzliche Medizinstudienplätze, eine Versorgungspauschale, Gesundheitskioske und noch einiges mehr waren geplant, sind jetzt aber erstmal raus aus dem letzten Entwurf. Was ist für Sie die wichtigste Maßnahme, die jetzt noch übrig geblieben ist? Das ist natürlich in der Gesamtgemengelage im Moment schwierig zu sagen. Wir brauchen natürlich zunächst erstmal
eine Aufstockung der Studienplätze und dann auch junge Menschen, die gerne Hausarzt werden wollen, das ist klar. Und die finanzielle Situation muss sich ändern, indem eben die Budgets abgeschafft werden. Das heißt, die Begrenzung der Honorare auf einen bestimmten Wert, egal wie viel man dann arbeitet. Es gibt sicher auch noch andere Fragen. Es ist die Frage der Bürokratie. Abbau der Bürokratie, das ist ja immer so ein plakatives Wort, was überall gern benutzt wird. Aber man muss eben sagen, bestimmte Dinge muss der Arzt nicht unbedingt verschreiben, gerade wenn es um pflegebedürftige Personen und so weiter geht. Viele Sachen, die dokumentiert werden müssen, sind zwar wichtig, aber einiges ist auch überfrachtet. Daran muss sich was ändern. Was halten Sie denn allgemein von dem Entwurf? Denken Sie, dass die Versorgungssituation sich dadurch künftig verbessert oder hat Herr Lauterbach da noch etwas sehr Wichtiges vergessen? Ich zitiere mal Herrn Lauterbach vom vergangenen Wochenende, vom Sonntag. Wir werden die Versorgungslage kurzfristig und wahrscheinlich auch langfristig nicht verbessern können. Uns fehlen einfach 50.000 Studienplätze. Das ist ein Versäumnis schon der frühen 90er Jahre. Beim Zusammenkommen zwischen Bundesrepublik und DDR sind 4.000 Studienplätze weggefallen, circa. Das ist nie wieder aufgeholt worden. Und wenn man das über 30 Jahre zusammenzählt, dann ist das eine ganze Menge. Und wer heute das Studium nicht anfängt, der wird auch in 12 Jahren kein Arzt sein, der im Einsatz irgendwo im Land oder in der Stadt ist. Das sind Versäumnisse, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und wir müssen natürlich beachten, dass wir heute da, wo ein älterer Hausarzt aufhört, insbesondere auf dem Lande, zwei Köpfe, wenn man das so nennen darf, braucht, um das, die Menge an Patienten weiter zu versorgen. Wir haben vorhin ein paar allgemeine Zahlen zur aktuellen Situation bei Ärztinnen und Ärzten gesehen. Abgesehen davon brodelt es in Ihrer Branche offenbar gerade sehr. Erst zwischen Weihnachten und Neujahr waren mehrere 10.000 Praxen aus Protest geschlossen. Der Grund: Haus- und Fachärzte fühlen sich in Deutschland überlastet, klagen über zu viel Bürokratie und eine zu geringe Kostenerstattung. Wir können nicht mehr, hieß es auf der Homepage der Kampagne Praxis in Not. Leserin Nicole Schreckenbauer hat uns dazu noch eine Sprachnachricht geschickt. Guten Morgen, ich bin Fachärztin in einem ländlichen bayerischen Gebiet und habe den Ärztemangel deshalb bekommen, den sehr zu spüren, weil wir mit den Vorsorgeterminen im Oktober sind und jeden Tag ungefähr 5 bis 10 Patienten anrufen, ob sie noch zu uns wechseln können, und ich muss sie alle ablehnen. Man muss höllisch aufpassen, dass man nicht im Burnout landet. Frau Lundershausen, Sie arbeiten in Erfurt in einer Gemeinschaftspraxis. Darum mal ganz salopp gefragt, wie geht es Ihnen denn? Können Sie auch nicht mehr? Ich bin ja nun schon ein bisschen älter, habe die Praxis an meine Töchter übergeben und helfe dort aus, wenn jemand krank wird oder so. Dort ist es sehr, sehr voll. Das ist eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis im Zentrum von Erfurt. Sehr, sehr voll. Viele Patienten finden ja auch keine Termine, egal wo, und kommen dann und besuchen die Praxen. Wir sind aber kein Einzelfall. Ich glaube einfach, dass der Bedarf an Arzt-Patienten-Kontakten größer geworden ist. Wir müssen da sicher auch was an der Gesundheitskompetenz der Bürger ändern, dass man weiß, wann muss ich zum Arzt und wann kann ich das vielleicht noch selber verantworten. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir in Deutschland eines der ganz wenigen Länder sind, die einen freien Zugang des Patienten zu allem haben. Sicher wird mir da entgegengesetzt, wenn man einen Termin bekommt, aber grundsätzlich kann ich überall sofort hingehen. Und da ist eben die Frage, ob wir das in Zukunft etwas mehr regulieren müssen. Das ist aber die Frage, wie man das machen kann. Wir werden ja oft verglichen mit anderen Gesundheitssystemen, Schweden oder Holland oder vielleicht auch England. Bloß da hat der Patient eben nicht diese freien Möglichkeiten und den guten Zugang zur Gesundheitsversorgung wie in Deutschland. Bloß wir müssen da sicherlich ein bisschen in der Zukunft etwas anders gestalten. Und da sind wir natürlich in Selbstverwaltungsorganen wie der Bundesärztekammer auch gefragt. Der aktuelle Mangel betrifft besonders Haus- und Landärzte, wie Sie auch sagten, weshalb der neue Gesetzentwurf auch darauf abzielt, diesen Berufszweig attraktiver zu machen. Zum Beispiel soll die gesetzlich vorgegebene Budgetierung abgeschafft werden, die aktuell dazu führt, dass ein Arzt ab einem gewissen Höchstwert selbst draufzahlt, wenn er weitere Patienten behandelt. Ist das Ende der Budgetierung ein Schritt in die richtige Richtung? Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil man muss sich vorstellen, das ist so, als hat man ein Gehalt für einen Monat vereinbart.
vereinbart und dann kommt jemand und sagt, 25% kriegst du von vornherein abgezogen. Also das kann nicht ordnungsgemäß sein. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber das Geld alleine wird das Problem nicht lösen. Das muss man einfach wissen. Und wir haben große Anforderungen an die Medizin. Moderne Medizin kostet auch Geld. Und diese 50.000 Ärzte werden eben einfach nicht da sein, die wir brauchen. Und da muss man dann auch so ehrlich sein, und das war Herr Lauterbach offenbar am Sonntag, und muss sagen, wir müssen uns auf eine andere Form der Versorgung einstellen, die sicherlich auch Einschränkungen mit sich bringt. Jetzt befürchten auch die Krankenkassen, dass die dadurch entstehenden Mehrkosten am Ende bei den Beitragszahlern landen. Können Sie denn da Entwarnung geben? Da würde ich auf jeden Fall Entwarnung geben, weil Fachgruppen, die bereits jetzt entbudgetiert sind, wie wir das gerade besprochen haben, gibt es in einigen Bundesländern für bestimmte Gruppen, hat nicht dazu geführt, dass es zu eklatanten Mehrausgaben kommt, weil wir ja, der Tag hat nur so und so viele Stunden und alleine mehr Bezahlung bringt ja nicht die Möglichkeit der Mehrarbeit. Das unterstellt ja per se, dass man noch Luft nach oben hätte. Aber wenn die Praxen voll sind, dann sind die nicht weiter auszulasten. Die Krankenkassen sind jedenfalls trotzdem nicht amused, und tatsächlich auch in der geplanten Krankenhausreform soll ein 50 Milliarden Euro schwerer Transformationsfonds zur Hälfte von den Kassen bezahlt werden. Belasten die Vorhaben die Kassen nicht zu stark? Maria Klein-Schmeink, Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen und Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag, hat uns Folgendes dazu gesagt. Die derzeitige Koalition hat einen enormen Reformstau vorgefunden als Hinterlassenschaft der vorherigen Bundesregierung. Insofern müssen wir investieren in eine gute und vor allen Dingen auch verlässliche Versorgung, gerade auch im ländlichen Raum, aber auch in die Fachkräftesicherung. Insofern können wir auch nicht entscheiden, kein Geld auszugeben, sondern wir müssen es sehr klug ausgeben. Der Gesetzentwurf des Ministers bietet schon einige Ansatzpunkte, die auf jeden Fall wichtige Versorgungslücken schließen oder aber auch insbesondere auch die hausärztliche Versorgung sichern. Also die GroKo hat es verschlafen, jetzt muss das Geld halt ausgegeben werden. Frau Lunnershausen, sehen Sie das auch so? Wenn man etwas in großen Stil sortieren will und umorganisieren will, umstrukturieren will, was sicher dringend notwendig ist, dann braucht das natürlich auch Geld. Das betrifft aber hier hauptsächlich die Krankenhausreform. Das ist ja die andere Seite der Medaille sozusagen. Das betrifft dann den stationären Bereich, der Übergänge finden soll zum Ambulanten und umgekehrt. Also das wird sicherlich Geld kosten, das muss man einfach so sagen. Um den Ärztemangel abzufedern, setzen Bund und Länder ihre Hoffnungen auch immer wieder in Medizinerinnen aus dem Ausland. 63.800 zugewanderte Ärzte arbeiten aktuell hier. Davon kommen 27.000 aus EU-Staaten, ein Höchststand. Viele dringend benötigte Fachkräfte geben bei den hohen bürokratischen Hürden allerdings auch auf. Wo liegen denn hier genau die Probleme? Also da kann man sicher mehrere Probleme nennen. Erstens mal, ohne die Kollegen aus anderen Ländern wäre die Gesundheitsversorgung, so wie sie jetzt ist, überhaupt nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ich komme aus Thüringen, da haben wir 27% Ärzte aus anderen Ländern, die uns unterstützen und ohne die eine Versorgung nicht mehr möglich wäre. Das ist das eine. Das andere ist, dass oft beklagt wird, dass die Qualifikationen zu lange überprüft werden. Da sind wir der Meinung, dass wir das machen müssen. Wir müssen die Deutschkenntnisse überprüfen. Wir müssen gucken, ob das Medizinstudium in dem anderen Land dem Deutschen adäquat ist. Wir müssen gucken, ob die Facharztweiterbildungen ähnlich sind wie in Deutschland. Das muss überprüft werden, weil wir die Standards, die wir in unserem Land haben, nicht verwässern wollen. Dafür muss man um Verständnis bitten. Da kann die ein oder andere bürokratische Feststellung vielleicht etwas schneller gehen, aber das ist ein Punkt. Und der dritte Punkt, der mich so ein bisschen umtreibt, ist es eigentlich gut, wenn so ein reiches Land wie Deutschland Fachkräfte, die zur medizinischen Versorgung in ihrem eigenen Land dringend notwendig sind, in unser Land holt, aktiv in unser Land holt. Das finde ich nicht gut. Wir haben einen großen Teil an syrischen Ärzten und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dort auch Ärzte gebraucht werden, genauso wie in anderen Ländern, die da eine große Rolle spielen. Das muss man bedenken und muss sich überlegen, ob man das wirklich aktiv begleiten soll oder wer kommt, kommt. Aber aktiv sollte man das aus meiner Sicht nicht machen, weil wir auch eine moralische Verantwortung den anderen Ländern gegenüber haben.
Sie haben es gerade schon angesprochen und da führt auch meine nächste Frage hin. Denn einige Ärzte zeigen sich auch skeptisch darüber, dass die mangelnden Deutschkenntnisse zu gefährlichen Fehldiagnosen führen könnten. Andere sehen auch den Vorschlag, der aus der CSU kommt, kritisch den NC zu senken. Würden Sie diese Sorge auch teilen oder dem widersprechen? Also das sind ja zwei Baustellen. Das eine ist die sprachliche Qualifikation. Da sind im Moment in Deutschland, soweit ich informiert bin, in allen Ärztekammern werden Fachsprachenprüfungen durchgeführt für die Kollegen aus dem Ausland. Und die kann man bestehen oder nicht bestehen. Dann muss man halt nacharbeiten. Aber das ist, glaube ich, qualitativ jetzt sehr gesichert. Da hat es sicher vor 10, 15 Jahren Defizite gegeben, aber inzwischen sind die an sich ausgeglichen. Was den NC angeht, so muss man sagen, ich weiß, dass das gerade aus bayerischer Sicht bewegt wird, da hat sich ja viel geändert. Der NC ist ja jetzt so strukturiert, dass die Universitäten auch selber Margen anlegen können, Gespräche führen können, Auswahlgespräche führen können, so dass das nicht mehr so streng ist. Und meine ganz persönliche Meinung, jemand, der das Abitur mit 3,5 gemacht hat, den halte ich nicht unbedingt befähigt, Medizin zu studieren, nicht weil er es vielleicht nicht schaffen wird oder vielleicht kein guter Arzt wird, sondern die Struktur hinter dem Willen, etwas zu erreichen, erscheint mir da nicht so hundertprozentig gegeben. Dass das nicht alles immer Einserkandidaten sein muss, darüber besteht kein Zweifel. Ich würde denken, man sollte mehr darauf abstellen, wer hat schon mal in einem medizinischen Kontext gearbeitet, vielleicht mal ein halbes Jahr vorm Studium, damit man auch weiß, was auf einen zukommt. Wir sprechen jetzt viel über Hausärzte, aber das ist doch nicht das einzige Problem, oder? Wir haben auf allen Gebieten der Medizin ein großes Problem. Wir haben auch das große Problem des Fachkräftemangels in anderen Gesundheitsfachberufen, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte. Da fehlt überall der Nachwuchs, aber das ist natürlich etwas, was viele Institutionen und Handwerksbetriebe und alles Mögliche ja beklagen. Aber in der Medizin fällt es jetzt uns speziell sehr auf und da muss nachgefordert werden und da müssen wir auch die Berufe mehr bekannt machen bei jungen Menschen. Aber wenn Sie auf die Ärzteschaft zurückgreifen, dann ist es natürlich so, wir haben nicht nur das Hausarztproblem, das hat auch was damit zu tun, dass über 30% der Ärzte älter als 60 sind. Die werden ja alle irgendwann in naher Zukunft aufhören, sondern wir haben auch das Problem an ärztlichem Nachwuchs in den anderen Fachgebieten, Augenheilkunde, Gynäkologie, HNO, Psychiatrie und so weiter. Da kann insbesondere dieser grundversorgenden Fachärzte, wenn der Hausarzt keinen Partner hat aus anderen Gebieten, dann ist seine Tätigkeit auch irgendwo frustran. Genauso, wenn wir nicht genügend Krankenhausbetten haben, wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass Kinder aufgenommen werden können, weil die Kinderstation nicht mehr da ist und so weiter. Es ist in allen Bereichen der Medizin fehlt es uns an Menschen. Viele Ärzte gehen in Rente. Da kommt auch die große Frage des Generationenkonflikt vielleicht auch auf. Viele junge Ärzte fangen an, in Teilzeit zu arbeiten und füllen diese Lücken nicht. Woran, glauben Sie, liegt das? Ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach so, dass junge Menschen zielgerichtet arbeiten wollen. Der sogenannte alte Arzt in eigener Praxis hat sich natürlich auch ein Stück selbst ausgebeutet. Wir sagen ja, einer, der aufhört, braucht zwei zur weiteren Versorgung. Ich möchte aber den jungen Menschen nicht unterstellen, dass sie zu wenig arbeiten. Überhaupt nicht. Ich glaube, der Familiensinn hat etwas mehr Gewicht bekommen. Das finde ich nicht falsch. Das kann nur gut sein für nachwachsende Generationen. Aber der Beruf ist eben genauso ein Beruf wie ein anderer Beruf. Man möchte eine zumindest annähernde Waage zwischen normalem Familienleben oder Privatleben und Arbeitswelt. Und das lässt sich nicht immer realisieren, weder im Krankenhaus noch im ambulanten Bereich. Und es hat natürlich auch dazu beigetragen, weil viele junge Leute jetzt, Frau Schmidt hat das ja auf den Weg gebracht mit den medizinischen Versorgungszentren, sind dort teilangestellt. Und wenn sie eine eigene Praxis haben und haben die zu zweit, dann arbeiten sie, bis die Patientenzahl abgearbeitet ist. Ich glaube, da muss man noch viel auch dafür Sorge tragen, dass das Bild, das Berufsbild des Arztes ist ja nicht nur, ich gehe morgens hin und dann wieder nach Hause, sondern es ist ein allseits erfüllender Beruf. Und ich glaube, das fordert nochmal ein anderes Selbstverständnis voraus.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal den internationalen Vergleich ziehen. Sie haben eben schon Schweden angesprochen. Dort ist es so, da nehmen sich Hausärzte im Schnitt 22,5 Minuten pro Patient. In Deutschland sind es 7,6 Minuten. Und das bei einer ähnlichen Pro-Kopf-Verteilung wie bei uns eigentlich. Was können wir denn da von unseren Nachbarländern noch lernen? Ich hätte auch gern so viel Zeit für einen Patienten. Man muss einfach wissen, der schwedische Bürger geht 2-mal im Jahr zum Arzt und der deutsche 9,6 Mal. Das ist ein Potenzial an Menge. Das ruft das natürlich hervor, dass man wenig Zeit hat. Das ist unser grundsätzliches Problem. Wir Ärzte hätten sehr gern sehr viel Zeit für unsere Patienten, aber da ist der Anspruch und die Wirklichkeit sind unterschiedliche Dinge, die wir eben in Zukunft lösen müssen. Ich danke Ihnen, das war ein wichtiger Einblick und ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten noch an politischen Bewegungen so kommt. Ich danke Ihnen. So, und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Hattet ihr auch schon Probleme, einen Hausarzt zu finden? Schreibt uns und sagt uns auch, wie ihr unsere Sendung findet an woche@zeit.de. Wir sind nächsten Donnerstag wieder am Start und wir sind als Videopodcast bei Apple Podcast und Spotify. Folgt uns dort oder auch auf YouTube. Hinterlasst ein Like oder eine gute Bewertung. Darüber freuen wir uns total. Und wenn ihr euch für Cannabis-Legalisierung interessiert, empfehle ich euch unsere Ausgabe von vor 3 Wochen. Schaut mal rein. Schönen Feierabend und bis bald.